Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Message, eine Meldung anzeigen könnt, nachdem jemand auf eine Checkbox geklickt habt. Ihr habt sicherlich so etwas Ähnliches schon gesehen, wenn ihr bei einem Online-Shop etwas bestellen möchtet und zuerst mal die AGBs akzeptieren müsst. Sowas Ähnliches werden wir heute auch machen. Also ihr seht jetzt, hier habe ich einfach mal eine einfache HTML-Seite gemacht mit einem H1-Titel und sonst hat es nichts drin. Und jetzt möchte ich hier eigentlich eine Mitteilung, ein Formular anlegen zuerst. Machen wir einfach jetzt mal ganz einfach ein Formular und jetzt habe ich hier eine Message, die ich anzeigen möchte. Sie haben die AGB soeben akzeptiert, zum Beispiel. Und dann möchte ich hier oben natürlich noch eine Checkbox machen. Das wäre Input Type Checkbox. Und dann kann ich natürlich hier noch schreiben, bitte akzeptieren Sie oder aktivieren Sie. Ja, und damit wir diese einzelnen Befehle hier auch ansprechen können, brauchen Sie natürlich auch eigene IDs. Also hier habe ich jetzt einfach mal die ID von, nenne ich es wieder MSG wie Messages, also Nachricht. Man kann auch Text nehmen, was auch immer. Und hier oben nenne ich jetzt eine einfach mal ID gleich CheckBX. Ich nenne es jetzt CheckBX anstatt Checkbox, weil sonst könnte es Probleme geben bei gewissen Browsern. Also solltet ihr nicht immer die gleichen Wörter, Befehle nehmen, die es schon gibt. Sonst gibt es eben ein Durcheinander bei gewissen Browsern. Also ich habe jetzt einfach hier Checkbox und Message genommen. Und jetzt kann ich eigentlich das Ganze einfach mit jQuery anschreiben. Also ich gehe jetzt hin und habe jetzt einfach mal hier ein Skript. Aber zuerst etwas haben wir vergessen. Diese Nachricht muss ja zuerst verschwinden. Die soll ja weg sein. Also machen wir das gleich mal mit CSS. Und zwar habe ich einfach mal ein Style genommen. Ich lasse jetzt den ganzen Rest mal weg. Und jetzt mache ich das Ganze einfach mit Display None. Und wenn ich jetzt das abspeichere, dann seht ihr hier, diese Zeile verschwindet. Jetzt ist sie weg. Und mit JavaScript möchten wir eigentlich jetzt, dass dieses Display None aufgehoben wird zu Display Block. Das ist eigentlich die ganze oder das ganze Rezept. Und das können wir hier jetzt einfach mit dieser Funktion machen. Als erstes müssen wir natürlich sagen, hey du, hier muss was passieren. Also müssen wir hier on click arbeiten. Kennen wir, haben wir auch schon gesehen. On click. Und dann den Befehl und ich nenne jetzt einfach den Befehl, so muss ich das machen, check me. So. Also ich sage jetzt, sobald ich hier draufklicke, hier nur, wenn ich das aktiviere, dann soll eine Funktion gestartet werden und die Funktion heißt check me. Und das können wir dann ganz hier anfangen. Also Function check me. So, Klammer auf, Klammer zu. Und hier drin läuft dann die ganze Soße ab. Mach das noch ein bisschen größer. So, also als erstes müssen wir natürlich diese IDs abgreifen in eine Variable, damit wir sie auch nachher umwandeln können. Als erstes mache ich jetzt einfach die Variable und da nenne ich jetzt einfach mal CheckBix. Gleich. Und jetzt müssen wir das Ganze mit dem Dokument, haben wir auch schon angeschaut und wie immer getElementById ist ja das einfachste und hier können wir dann CheckBix aufrufen und das hätten wir bereits das erste drin. Also die Variable CheckBix ist jetzt wirklich das hier drin. Und jetzt müssen wir das Gleiche natürlich noch mit Message machen. Also gehe ich auch wieder hin, ich kopiere das jetzt einfach mal, heute Lazy Day. Also mache ich jetzt einfach mal hier Meldung und das Ganze ist MSG. Und so können wir das Ganze jetzt angehen. Und jetzt checken wir einfach, ja, ist dieser Befehl wahr?
Serpollin gibt jetzt zwei Zustände, ja, nein, 0, 1. Also ist dieser Punkt 1, ist er angeklickt, ja, dann soll er angezeigt werden, dann soll das angezeigt werden und sonst soll es eben nicht angezeigt werden. Furchtbar kompliziert klingt dieses, aber bleibt bei mir, sonst schreibt einfach ab und dann könnt ihr ein bisschen rumtesten. Also ich gehe jetzt hin, if, so eine schöne if-Frage, und wenn ich jetzt hier das Ganze habe, ja, if Checkbox, und dann haben wir gleich true, also ist die Checkbox angeklickt, dann können wir jetzt einen Befehl machen. Ja. Und wie sprechen wir das an? Haben wir auch schon angeschaut. Das wäre dann die Meldung.style.display. Und hier ist dann das ganze Block. Und jetzt würde das ein bisschen doof aussehen, weil es wird gar nicht mehr verschwinden, wenn ich das jetzt abspeichere. Dann kann ich hier draufklicken. Passiert noch gar nichts, weil die ganze Sache läuft noch nicht 100%. Und da können wir das Ganze wieder erweitern. Else, und da den zweiten Zustand einbauen. Und da mache ich jetzt einfach None. Also wenn ich das jetzt abspeichere, dann kann ich das ausprobieren. Sollte eigentlich funktionieren, wenn ich da draufklicke. Ja, wir haben jetzt gesehen, es funktioniert hinten und vorne nicht. Und ja, natürlich, Function sollte man schon korrekt schreiben, damit es funktioniert. Und jetzt sollte es eigentlich klappen. Und ja, Function richtig geschrieben macht den ganzen Trick. Also ihr seht, auch mir passieren solche kleine Flüchtigkeitsfehler, wie ein Punkt, Komma mit einem Doppelpunkt und so weiter und so fort. Da muss man wirklich sehr genau das durchchecken, durchlesen und dann sieht man, was passiert. Aber jetzt seht ihr hier, es funktioniert. Ist es nicht angeklickt? Ist er weg? Ist es angeklickt? Ja. Dann taucht der Befehl aus. Also wir haben jetzt das Ganze nochmal. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also ich habe hier zwei IDs. Einmal die Checkbox und einmal die Message, die Mitteilung. Da muss ich natürlich bei OnClick die Funktion CheckMe aufrufen. Die habe ich jetzt hier. Da muss ich wie immer die IDs in Variablen packen, damit ich auch damit eine If-Then-Abfrage machen kann oder If-Else. Und dann kann ich einfach fragen, ja, if checkbox checked, das ist ja der Befehl, der HTML-Befehl hier, wenn ich eine Checkbox immer aktiv haben möchte, ja, dann ist es checked, dann ist nämlich hier diese Häkchen immer gesetzt und dann ist es true, also ist es wahr, ist es gecheckt, ja, dann kann Block angezeigt werden und sonst ist es der gleiche Zustand none wie hier oben. Also ihr seht jetzt, JavaScript greift gerne in die HTML-Befehle ein, von Elementen, von Formularen, was auch immer. Und dann kann man das eigentlich einfach so zusammenbauen wie Lego. Ist wie Lego-Spiel. Also ihr habt jetzt gesehen, so eine Funktion kannst auch du einbauen. Wenn du sauber arbeitest, schön alle Rechtschreibfehler kontrollierst, dann sollte es wirklich machbar sein. Man braucht da nicht wirklich ein Hirnchirurg zu sein. Also wenn du eine Frage dazu hast, dann stell sie mir unten in die Kommentare. Du kennst das, ich gebe gerne Antwort. Ich beantworte gerne eure Frage. Ja, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du meinem Video einen Daumen hoch geben würdest, wenn es euch gefallen hat. Und ja, natürlich sonst einfach einen Daumen runter. Und ja, dann vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ich bald die Milliarde Follower habe. Wäre schön. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ciao.